Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 18. Ja, 18. Habe ich gestern im Vlog erwähnt, dass ich heute laufen gehen wollte? Ja, habe ich erwähnt, oder? Bin heute Morgen nicht aus dem Bett gekommen. War also nicht laufen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Fühl mich schlecht. Morgen, wenn ich auch laufen gehen könnte, fällt mir leichter zu sagen, ach nee, heute gehst du auch nicht laufen. Das ist doch kacke. Also, morgen oder Sonntag. Also einmal die Woche muss ich noch laufen. Ansonsten so scheiße. iOS 9 Update. Der Defühler tut sich nichts mehr. Glück gehabt. Major Update auf iOS 9. Habe ich gemacht. iPhone 6 Plus habe ich. iOS 9 kam raus. Heute Morgen waren die Server endlich schnell genug, weil die meisten dann inzwischen doch iOS 9 drauf haben. Also konnte ich das auch raufziehen. Aber ich finde, nach so einem Major Update fühlt sich so ein Telefon immer ein bisschen wie ein neues Telefon an. Dann verlangen alle Apps plötzlich wieder nach Erlaubnis, die Kamera zu benutzen, Erlaubnis, das Mikrofon zu benutzen, Erlaubnis, Internet zuzugreifen, Erlaubnis, die persönlichen Daten auszuspionieren. Alles ein Kram. Machst du natürlich, aber ist ein bisschen, naja, fühlt sich halt wie ein neues Telefon an. Ne? Und ansonsten habe ich gar nicht aufgepasst, ist mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht, was neu ist in iOS 9. Jedenfalls nicht für mein 6 Plus. Dass hier die 6S hier irgendwie so einen Special Touch haben. Okay. Und außerdem haben sie in dem Event doch letztens ganz kurz erwähnt, dass man jetzt bei Apple jedes Jahr ein neues Telefon haben kann. Man zahlt irgendwie monatlich für so ein Telefon, irgendwie ein paar Dollar oder Euro, je nachdem, und kriegt jedes Jahr ein neues. Habe ich so verstanden und nebenbei so mitbekommen. Wo finde ich das jetzt? Wie geht das? Möchte mir zumindest angucken, ob sich das irgendwie rechnet oder lohnt für mich. Weil ich hätte schon jedes Jahr gerne das neueste iPhone. Kann mir das jemand sagen? Hat das jemand mitbekommen richtig? Bitte? Schreibt mal in die Kommentare unten. Es ist immer noch Freitag, der 18. Ihr wollt es nur gesagt haben, nicht das hier, ne? Aber nur noch ein paar Minuten. Gleich ist es. Ich glaube, ich habe heute viel zu wenig aufgenommen. Weiß ich gar nicht. Und konnte auch irgendwie nicht mehr aufnehmen. Also jetzt zumindest nach der Arbeit nicht mehr. Ja, und morgen und übermorgen sieht auch nicht gut aus. Und weil ich schon um 12 anfangen muss. Das heißt, ich habe vor mir das noch weniger Zeit. Und kann den Hund nicht vernachlässigen. Schon schlimm genug, dass er länger alleine bleiben muss dann. Naja, ist doof. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Also wenn morgen und übermorgen kein Video kommt, tut es mir leid, aber dann ging es nicht anders. Wenn ich was aufnehme, dann kommt es aber auf alle Fälle irgendwann. Vielleicht dann erst ab Montag oder so. Zeug machen. Hab nicht so viel Zeit wie die täglichen Vlogger. Die haben scheinbar viel mehr Zeit. Gut, machen wir jetzt noch einen Kaffee und dann setze ich mich mal an das Video von heute, damit ich vielleicht das noch irgendwie auf die Reihe kriege. Ansonsten wollte ich noch irgendwas sagen oder so, aber ich habe es leider vergessen. Geht mir auch öfter so. Gut, vielleicht fällt es mir wieder ein. Dann schreibe ich es auf Twitter oder sonst wo. Folgt mir einfach da. Snapchat, Twitter, Beam, Instagram, Facebook,
Lohnt sich. Auf alle Fälle. Gut. Ansonsten war Arbeit irgendwie doof. War zwar nicht wenig zu tun, aber auch nicht zu viel. Zog sich alles. Und ganz zum Schluss kamen irgendwie auch noch welche, die, wo wir eigentlich schon Küchenschluss haben, weil da unten eine Pfeife nicht richtig informiert war oder so. Aber egal. Ist wurscht. Also gut. Denn folgen, kommentieren, liken, Subs ab und so. Subscriben, wie auch immer. Und dann bis morgen oder Sonntag oder Montag, je nachdem, wie wir müssen sehen. Schauen mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.